Jo, was wollen wir alles Schönes? Wir wollen für Dirk Feuermeistersprüche holen. Wir wollen günstige Zaubertränke holen. Wir wollen die besseren Zaubertränke holen, weil die günstigeren nicht immer reichen. Dirk will shoppen gehen. Spielt er vielleicht Dirk und das sieht nicht gut aus. Schnell rein. So, Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Nimm, 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 handeln. So. Ganz viele tolle Sachen. Mittlere. Ha, 125 das Stück. Das ist ärgerlich. Okay. Weg, weg. 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 Wer benutzt schon Äxte? Kein Zwerg. Du. Ja. Kannst weg. Tirik trägt lieber Kugeln. Was machst du? Leichte Rüstung. Ja doch, Tirik, zieh die mal an. Ihr könnt die da anziehen. Rüstung wartet noch auf Gerugon. Das ist Verwirrungsschutz-Set. So, also wir hätten gerne mittlere Mana-Tränke. 10 Stück. Die sind jetzt wichtig. Weil die 50er sind ganz gut, wenn wir mal so eine Situation haben, wo es echt nur noch eine Runde braucht und noch einen Zauber, dann können wir die ganz klein trinken. Aber unsere Standard-Mana-Tränke werden jetzt die da werden. Und das Gold haut ja auch langsam hin, ne? Das ist ja okay. So, du hast eine Kugel, du hast eine bessere Kugel. Ein Geist, zwei Primärmagie, die Kugel kann auch weg. Jupp. Und eigentlich bräuchten wir noch bessere Kugeln. Feuerabwehrringe. Es sind ganz schön viele Feuerabwehrringe. Ich glaube, das Spiel will uns was sagen. Also wenn wir irgendwann in die Feuerberge oder sowas in der Richtung müssen, dann sollten wir vielleicht vorher ein wenig ein... Alles feuerabweisend. Dahin gehen. 13 bis 15. 10 Lebenskraft Maximum. Hey. 906. Was macht deiner? Primärmagie. Nee, das wollte ich behalten. Der macht zwei Geist, was sich übersetzt in sechs Mana oder so. Und im Nahkampf haben wir damit nicht häufig. Nee, brauchen wir nicht. 11% Crit-Schaden. Das sieht schon schick aus. Ich glaube, den kaufe ich mal. Den kaufe ich mir. Was? Stab? Da hinten, also geht doch. Ich dachte schon, jetzt habe ich das gekauft, ich kann es gar nicht jetzt benutzen. So, wenigstens einer von unseren Magiebegabten, der nicht mit so einer kleinen Kugel rumläuft. Zaubersprüche waren hier vorne. Und irgendwas ist mit den Texturen absolut nicht in Ordnung gerade. Aber ich denke mal, wenn ich die Stadt nachher verlasse, dann legt sich das schon wieder. So, wir hätten gerne Zauber. Und zwar für Dirk. Was? Habe ich gerade auf Terek geklickt? Das kann nicht sein, oder? Terek. Keine Feuermeisterzauber? Gerugon kann nur Gedöns kaufen. Jalen kann gar nichts kaufen. Und Talana kann auch nichts kaufen. Nö. Anscheinend kriegen wir hier keine Feuermeistersprüche. Was? Warum bückst du dich nach vorne und pfeifst? Das ist sehr irritierend. Ach so, das sind solche Frauen. Okay. Na, 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 na. Du geh mal weiter hier lang. Davon wollen wir uns gar nicht ablenken lassen. Wir gucken, ob irgendeiner von den Jungs hier uns Feuersprüche beibringen kann. Das sind die, die sagen, gehe dorthin, wo noch nie zuvor ein Zwerg gegangen ist, bring alle um und dann wirst du ein Runenpriester. Wollen uns aber nichts beibringen. Gregors Rüstzeug will uns auch keine Feuermagie lehren. Du hast nur Klatsch. Diese schwarze Wand ist nur eine schwarze Wand und kein Dingens. Nee, ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Da. Du
bist Meister in Feuermagie. Also, wenn es jetzt keine Meisterzauber und keine Großmeisterzauber gibt, dann wäre es komisch. Oder wir müssen dafür in die nächste Stadt. Vielleicht, aber es wäre. Sehr kurios, sehr kurios. Na gut, gehen wir erstmal nach Sorpegal zurück. Dazu müssen wir. Genau, hier hin. Wir würden gerne nach Sorpegal. 150 Gold. Na okay. Das hatte ich letztes Mal einfach weggeklickt. Und da wusste ich nicht, wie teuer das war. Wobei 150 Gold geht echt noch. Ich meine, ein so ein Ring, den wir an jeder Straßenecke finden, ist 200 Gold. So, Sorpegal sieht schon mal wesentlich besser aus. Keine Texturfehler, sehr schön. Das heißt, wir gehen hier auch nochmal ganz kurz zu dem Zauberhändler. Einfach nur, um zu gucken, ob wir vielleicht hier ein anderes Angebot haben. Wobei ich das nicht so wirklich glaube, aber hey, testen. Zauberlernen. Trick. Nix. Schade. Raus. Zwei Angriffszauber ist doch ein bisschen mau. Wobei ich auch nicht sagen könnte, was er jetzt noch so bekommen sollte an Feuerzaubern. Meteorregen vielleicht. Dass alle Gegner, die aufgedeckt sind, Schaden bekommen oder so. Oder Inferno, dass alle, die er sehen kann, Schaden bekommen. Ja doch, es gibt noch ein paar Feuerzauber, die man gut einbauen könnte. Wir wollten allerdings jetzt in die Taverne da rein und die eine Aufgabe abgeben bei ihm. So. Und neuer Auftrag. Raus. Oh, und wir sollten in der anderen Stadt, also in Seahaven, nochmal Essen kaufen. Wo wir hier sind, wollen wir hier noch irgendwas machen? Ja, wir wollen hier billige Zaubertränke kaufen. Weil die gibt es anscheinend nur noch hier. Also ganz kurz hier rum, darum, darum. Beim Witzerzähler vorbei. Genau du. Hier Tränke kaufen. Wir hätten gerne kleine Mana-Tränke kaufen. 10 Stück. Gegengifte haben wir noch. Klarheitstrank haben wir noch. Gegengift, Stärkungstrank haben wir alles noch. Brauchen wir alles nicht. Sehr gut. Raus. Und die kriegen anscheinend nicht ein besseres Angebot an Waren, nur weil wir aufgestiegen sind. Was aber auch ganz gut ist. Die Welt sollte sich nicht um die Helden drehen. Auch wenn die Helden natürlich versuchen, die Welt zu beeinflussen, aber es sollte nicht alles auf die Helden ausgelegt sein. Das wirkt dann immer so ein bisschen gestellt. Wie in einem schlechten Film. Habe ich noch was hier vergessen? Spinnenhöhle waren wir schon wegen den Secrets. Wir waren bei allen Dungeons hier schon wegen den Secrets. Ich glaube, wir müssen erst wieder hier in die Region zurück, wenn wir Dingens, wenn wir den Segen haben, dass wir über Wasser gehen können. Dann müssen wir hier aus der Stadt raus und vor der Stadt die ganzen Extras sozusagen einsacken. Nee, gut, dann. Wie schaut's mit Skills aus? Fähigkeiten. Lichtmagie. Lichtmagie sollte ja unbedingt Experte werden wegen Heilzaubern. Ist er schon? Ausdauer. Licht, Ausdauer. Und Primärmagie. Warte mal, Ausdauer können wir vielleicht hier bekommen. Nee, können wir nicht. Ist mir gerade eingefallen. Es gab hier nur einen Ausdauermeister. Das war der Haken. Aber Licht könnten wir eventuell hier oben bekommen in der Kirche. Mit etwas Glück. Ja, Experte für Lichtmagie. Gerogon. In letzter Zeit sind da ein paar recht komische Bugs. Also nichts wirklich Schlimmes, aber na gut. Du Zauber kaufen. Da. Kalik. Zauber lernen. Gerugon, ich hätte gerne reinigendes Licht. Hebt alle Flüche auf. Gekauft. Heilen. Regeneriert sofort 76 bis 92 Lebenskraft. Sehr schön. Und leuchtende Waffe.
Eine Leuchtwaffe versetzt den anvisierten Feind im Nahkampf einen Hieb. Das Ziel nimmt 8 bis 20 Schaden Licht sowie 8 bis 20 Schaden Macht. Man hat in dieser Runde keine Abwehrversuche. Oh. Also wenn wir eine Melee-Gruppe hätten, dann würde der Paladin, der ja eh nicht so viel Schaden macht, das sprechen. Und danach würden alle anderen angreifen und er dürfte sich nicht verteidigen. Also das Ziel. Das ist sehr praktisch, aber in unserer Gruppe eigentlich ziemlich witzlos. Wobei es macht Schaden. 16 bis 46. Und wir haben Gegner, die waren gegen Lichtimmun schwach. Lichtmagie schwach. Ich glaube, ich kauf's trotzdem. So. Raus. Dirk. Ich will monströse Feuerzauber haben. Aber sei es drum. Du hast jetzt auf jeden Fall schon mal einen neuen Spruch. Zauber. Heilen. Mach mal Zerschmettern weg, das trifft eh nie. So. Jetzt zurück zum Stall. Stall. Wo war der Stall? Achso, da war ich hier in der hinteren Ecke irgendwo versteckt, genau da. Dum. Genau hier. Wir würden gerne ein Packpferd kaufen. Nein. Wir würden gerne nach Katal eigentlich, aber das dürfen wir nicht. Wir wollen nach Seehafen. 150 Gold. Jo. So, und von Seehafen aus verlassen wir die Stadt noch nicht, sondern wir gehen erstmal zur Taverne, kaufen uns da Essen, schlafen dann auch gleich, verlassen dann die Stadt und gehen dann zu den Minotauren, dem Manticore und dem Edelmetall. Das hört sich irgendwie an wie der Anfang eines schlechten Witzes. Hallo, Barkeeperin. Proviant kaufen. 200 Gold. Für 25 Gold 8 Stunden rasten. Nö, das rentiert sich nicht. Obwohl, warte mal. Die paar Münzen, komm. Schlafen. So, Experte für Dunkelmagie haben wir keinen. Du warst der Unterhändler, den wir nur kaufen sollten, wenn wir viel einkaufen wollen. Hey, let's find a good tavern and have some fun. Gerogon, wir waren gerade in der Taverne. Ich glaube, er ist ein wenig langsam. So, raus. Raus. Da. Und dann versuche ich mich auch gleich mal ein bisschen zu orientieren, was die Karte angeht. Weil wir haben ja gesehen, dass dieser Fluss, der nach Karsal führt, quasi von Sorpegal kommt. Also ich denke, es wird der Fluss sein. Schon mal Stift und Papier suchen. Es wird der Fluss sein, der direkt hier vor der Stadt ist. Also wir können einfach mal versuchen, da näher ranzukommen und dann schauen, ob da irgendeine Pop-Up-Nachricht auftaucht. Weil wir hören jetzt ja auch einen Fluss, ne? Wir hören einen Fluss, aber wir sehen kein Spiel. Kann schauen. Funkel. So, der Fluss da. Navea Prairie. Wait, you hear that? No, it's nothing. Nix, nee. Oh, warte mal. Nach Katal gehen Südwesten. Ja. Katal ist in der Richtung. Also wir versuchen jetzt einfach links zu halten und hoffen, dass wir irgendwann mal einen Blick erhaschen auf den Fluss. Das ist doch mehr als ein Blick, das ist eine Brücke. Wenn wir da keine Informationen über den Fluss kriegen, weiß ich auch nicht. Kriegen wir aber nicht. Wir würden gerne wissen, wie der Fluss hier heißt. Ärgerlich. Vielleicht sollten wir mal die Einwohner ein bisschen fragen. Allerdings klar, den ich nicht ganz so häufig lese. Da könnten wir vielleicht auch Informationen herbekommen. Jetzt haben wir den Bauern hier. Das Auge. Der Fluss wird nicht das Auge heißen, es ist nur das Gebiet hier, das Auge heißt. So, Bauer. Sagt mir, wie der Fluss heißt, sonst treten wir in die Tür ein.